Ein Feuerwerk auf Kufen. Die Eisgala Stars und Sternchen des SC Berlin zelebriert ein glanzvolles 30-jähriges Jubiläum. Von renommierten Größen bis hin zu vielversprechenden Talenten präsentieren Eiskunstläufer aller Altersklassen die faszinierende Welt des Sports. Ein Höhepunkt des Abends, das deutsche Eiskunstlauf-Spitzenduo Minerva Fabian Haase und Nikita Volodin, welches das Publikum mit einer harmonischen Verbindung von Eleganz und Magie ja regelrecht begeistert. Stars und Sternchen ist immer so ein Einstimmen in die Weihnachtszeit. Das ist ja auch immer kurz vor Weihnachten. Es waren wieder super viele Leute da, super viel Familie, Freunde, Bekannte. Außerdem wird die lang ersehnte Rückkehr der Eisgala von Flores zauberhafter Stimme und den einfühlsamen Worten von Matthias Killing begleitet. Gemeinsam schaffen sie ein unvergessliches Erlebnis für die 2000 Gäste. Es war schon immer toll. Es ist einfach schön, dass so viele Menschen kommen und sich das jedes Jahr angucken. Es ist wirklich fantastisch, dass die Halle meistens ausverkauft ist. Vor einer Woche erlebte diese ehrwürdige Halle einen historischen Moment. Den Gewinn von Kaya Godas erstem deutschen Meistertitel. Nun ist der Berliner zurückgekehrt, um seine Performance erneut zu präsentieren. Immer eine Herzensangelegenheit hier zu laufen. Super, super schöne Kulisse. Ich denke, gerade vor Familie zu laufen, vor Freunden zu laufen, ist immer sehr, sehr schön. Die beeindruckenden Solo-Darbietungen werden durch den mitreißenden Eistanz und den Synchron-Eiskunstlauf ergänzt. So entsteht auf der Bühne ein faszinierendes Mosaik unterschiedlicher Stile und Ausdrucksformen. Alle arbeiten irgendwie zusammen und helfen sich gegenseitig und auch die Sportler untereinander. Es ist ein total tolles Teamgefühl. Alle sind mega gut miteinander befreundet und das ist wirklich was richtig Schönes am SCB. Der Sportclub Berlin hat mit der Eisgala etwas Einzigartiges geschaffen. Ein Spektakel, das nicht nur eine Hommage für die herausragenden Leistungen der Eiskunstläufer ist, sondern auch eine leidenschaftliche Feier für den Eissport.